Hallo und willkommen zurück bei Mars Effect. Das letzte Mal haben wir jetzt hier im Schiff Rapporte gegeben und etwas mit Caden gesprochen. Aber dann wollen wir ja mal noch zu Liara. So. Wollen Sie sich erkundigen, wie es mir geht, Commander? Tja, dir ging's ja nicht so gut. Sie sehen schon viel besser aus. Wie geht es Ihnen? Dr. Chakwas hat mir versichert, dass alles in Ordnung ist. Ich war beeindruckt, dass sie so viel über die Physiologie der Asari weiß. Tja, wir brauchen halt eine gute Ärztin auf der Mission. Sie sind in guten Händen. Dr. Chakwas weiß, was sie tut. Ich habe das Gefühl, dass Sie mich etwas fragen wollen, Commander. Ich unterhalte mich gern mit Ihnen, Liara. Über welches Thema Sie wollen? Sie waren sehr verständnisvoll, Shepard. Sehr geduldig. Ich weiß das zu schätzen. Ich weiß, dass es einige seltsame Ansichten über mein Volk gibt. Ich kenne die Legende über die Promiskuität der Asari. Aber diese Gerüchte basieren im Allgemeinen nicht auf der Wahrheit. Wenn sich ein Mitglied meines Volkes mit einem Individuum einer anderen Spezies vereint, so ist das ein sehr tiefer und spiritueller Austausch. Wir gehen so eine Verbindung nicht leichtherzig ein. Oh, und ein spiritueller Austausch soll bedeuten? Bei Ihnen klingt das fast mystisch. Eine wahre Einheit geht weit über eine gewöhnliche Verschmelzung hinaus. Es ist eine Verbindung, die das physikalische Universum übersteigt. Zwei werden eins. Gedanken und Sinne verschmelzen. Identitäten vermischen sich. Erinnerungen und Gefühle verweben sich miteinander und werden zu einem einzigen, verzückten Ganzen. Es ist mit keiner anderen Erfahrung zu vergleichen. In gewisser Weise kann dieses Ereignis das ganze Leben verändern. Das klingt unglaublich. Wollen Sie damit sagen? Oh nein! Ich bin nicht besonders gut darin, was? Tut mir leid, Shepard. Ich wollte Ihnen bloß erklären, warum ich so zurückhaltend gewesen bin. Die Verbindung ist mehr als bloß Sex. Sie ist das Lebensblut meiner Spezies, die Art, auf die wir uns vermehren und als Gesellschaft wachsen. Darum habe ich nie... Ich meine, darum müssen wir uns unsere Partner mit großer Sorgfalt auswählen. Lass dir Zeit. Ich möchte, dass Sie sich dessen absolut sicher sind, Liara. Ich bin erst 106 und nach Asari-Maßstäben damit gerade erst erwachsen. Und ich habe den Großteil meiner Zeit mit meiner Forschung verbracht. Ich habe nie wirklich daran gedacht, erst als ich Ihnen begegnet bin. Sie sind für mich etwas Besonderes, Shepard. Aber nach allem, was geschehen ist, Saren, die Geth, die Reaper, weiß ich nicht, ob wir bereit dafür sind. Dies sind dunkle Zeiten, Liara. Vielleicht, wenn alles vorüber ist. Ich bin froh, dass Sie mich verstehen, Shepard. Es steht einfach zu viel auf dem Spiel. Wir müssen unsere persönlichen Gefühle ignorieren und uns darauf konzentrieren, Saren aufzuhalten. Ich wünschte, es wäre anders, aber wir müssen alle Opfer bringen. Lassen Sie uns über etwas anderes reden. Ich muss jetzt gehen. Wiedersehen, Shepard. So, nachdem der Sex-Talk hier dann beendet ist, mal unter Deck. Ich muss so oder so zum Ausrüstungsoffizier und mir mal ein anderes Sturmgewehr zulegen. Also, abwärts. Mal schauen. Brauchen Sie Vorräte? Zeigen Sie mir Ihr Angebot. Sehr gern, Commander. So, was haben wir denn hier? Die hat er alle halt nur auf Level 7. Müsste ich eigentlich auf der Citadel danach sehen. Commander, ich... Was kann ich für Sie tun? Er wirkt aufgeregt. Liegt Ihnen etwas auf dem Herzen? Es geht um Saren. Ich frage mich langsam, ob wir ihn je finden werden. Er ist uns immer einen Schritt voraus. Und er hat diese verdammten Geth. Keine Sorge. Wir kommen ihm näher, Garrus. Wir werden ihn finden. Wenn ich nur Ihre Zuversicht hätte... Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass er mit dem, was er getan hat, durchkommen könnte. Ich weiß, dass Sie tun, was Sie können. Und wenn ihn irgendjemand fangen kann, dann Sie. Aber wenn es irgendetwas gibt, womit ich Ihnen helfen kann, irgendetwas, sagen Sie mir einfach, was ich tun soll und ich tue es.
Warum die Sorge? Ich würde meinen, wir sind doch eigentlich auf gutem Weg. Ich verstehe Ihre Besorgnis, aber wir werden ihn finden. Seien Sie einfach bereit, wenn es soweit ist. Jawohl, Sir. Ich werde bereit sein. Kann ich Sie etwas fragen, Commander? Klar. Was gibt es? Sind Sie besorgt, dass der Rat Saren schützen könnte? Ich meine, weil Sie sich vorher auch nicht gerade überschlagen haben. Was ist, wenn wir ihn finden und zurück zur Zitadelle bringen und Sie dann nichts unternehmen wollen? Das kann passieren, aber das werden wir dann ja zu verhindern wissen. Sie scheinen sich deswegen einige Gedanken gemacht zu haben. Sagen Sie, was Sie denken, Gauss. Nun, vielleicht sollten wir Ihnen gar nicht erst die Gelegenheit dazu geben, Commander. Meiner Meinung nach ist Saren viel zu gefährlich, um am Leben bleiben zu dürfen. Es könnte einfach zu viel passieren. Er könnte entkommen oder der Rat könnte ihn gehen lassen. Wenn wir ihn finden, falls wir ihn finden. Ich wollte vorschlagen, dass wir ihn aufhalten. Ein für allemal. Will ich nicht wirklich, halt wirklich nur als letzten Ausweg, weil... Ich bin ja der Meinung, Leute zu töten, anstatt sie einzusperren, ist der einfache Weg. Wenn sich Saren nicht einsichtig zeigt, wenn er mich dazu zwingt, dann werde ich ihn augenblicklich töten. Aber nur, wenn es absolut notwendig ist. Aber was bringt es, ihn am Leben zu lassen? Er bekommt nur die Gelegenheit zu entkommen oder den Rat zu zwingen, ihn anzuhören. Und was ist mit den Geht? Sie könnten versuchen, ihn zu befreien? Wir wissen mehr über Sarens Pläne als jeder andere, aber was wissen wir wirklich? Wenn wir ihn einfach töten, haben wir keine Chance mehr, alles herauszufinden. Ja, ich verstehe Sie. Denken Sie wirklich, dass noch mehr dahinter steckt, außer der Tatsache, dass er ein durchgedrehter Irrer ist? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Aber dieses Risiko werde ich nicht eingehen. Ja, Sir. So. Commander? Können wir uns kurz unter vier Augen unterhalten? Ich habe noch bis morgen Urlaub. Ich wollte gerade einen trinken gehen. Es gibt was zu feiern. Falls Sie mitkommen möchten. Was denn für ein Anlass? Gibt's was zu feiern? Heute ist Gedenktag. Das Ende des Erstkontaktkrieges jährt sich. Meine Familie begeht ihn immer. Da ich die einzige Williams an Bord bin, dachte ich, ich frage dich. Ist nicht gerade das beste Ereignis, um gefeiert zu werden. Das war vor 26 Jahren. In unserer Familie ist es keine richtige Feier. Es gleicht eher einer Verpflichtung. Und jetzt sag nicht, du würdest meine Familie nicht kennen. Meine Commander finden es immer heraus. Steht es nicht in meiner Akte? Dazu kannst du nicht mal was sagen, weil wir wissen ja gar nicht, was in ihrer Akte steht. In deiner Akte steht so gut wie nichts drin. Da sind ein paar technische Sachen und die letzten Scheißjobs. Es gibt einen Grund für die Scheißjobs. Ich bin General Williams Enkelin. Er war im Krieg Kommandant der Shangxi-Garnison. Der einzige Mensch, der sich je einem fremden Volk ergeben hat. Ja, aber... Das ist ziemlich dämlich, weil es war nicht deine Schuld. Und... Enkeln, Urenkeln, die Verbindung ist nicht so da. Erzähl mir nicht, dass du dafür die Schuld kriegst. Offiziell nicht. Mein Vater wurde ständig bei den Beförderungen übergangen. Und ich würde auch für mehr taugen als für Garnisonsaufenthalte in entlegenen Landwirtschaftskolonien. Man muss schon ein ziemlicher Dickkopf sein, um einen Job anzunehmen, bei dem die eigene Familie gebrandmarkt ist. Ich habe es dennoch getan. Ich werde nicht zulassen, dass unser Name mit Arnold und Quisling zusammen untergeht. Mein Großvater hat etwas Besseres verdient. Was ist nach dem Krieg aus deinem Großvater geworden? Er wurde seines Kommandos enthoben, sobald Shang-Chi befreit war. Man brachte ihn sogar in Ketten zurück auf die Erde, aber es gab nie einen Prozess. Sie degradierten ihn still und leise und setzten ihn hinter einen Schreibtisch. Ein Jahr später ging er in den Ruhestand. Den Rest seines Lebens verbrachte er als Bauarbeiter in den Kolonien. Ab und zu hört man, dass versucht werden soll, ihn auf offiziellem Weg zu entlasten. Aber es wird nie etwas daraus. Soweit ich weiß, hat dein Großvater lange Zeit standgehalten. Die Turianer zerstörten die Orbitalstationen schon bei der ersten Welle und besetzten die Großstädte. Sie hockten im Orbit und beschossen alles, was sich bewegte. Mein Großvater schickte die Truppen los. Aber als sie in die Städte kamen, um Vorräte zu besorgen, zerstörten die Turianer einen ganzen Häuserblock, nur um eine Einheit zu eliminieren. Es starben viele Zivilisten. Seine Truppen waren am Verhungern.
Aber er konnte das Oberkommando der Allianz nicht erreichen. Also gab er die Garnison auf. Ja, da weiß ich noch nicht mal wirklich, was ich zu sagen soll. Er weigerte sich, seine Männer zu opfern, nur damit die Menschheit ihr Gesicht bewahren kann. Hast du vor, dich in ein Schwert zu stürzen, nur um seinen Ruf zu retten? Würde das einen Unterschied machen? Er ist tot. Mein Vater ist ebenfalls tot. Wen würde es beeindrucken? Für die Allianz wäre es nie gut genug. Nur damit du es weißt. Willst du mich von deinem Schiff werfen, Skipper? Als ob. Du bist ein wichtiges Mitglied meiner Crew, Williams. Wenn ich wissen will, was der Kopf denkt, gehe ich zu Alenko. Will ich das Herz befragen, komme ich zu dir. Ich kann außerdem ziemlich gut Pool spielen. Außerdem muss ich noch einiges erledigen, bevor wir landen. Und du doch bestimmt auch. Wie lautet deine Meinung über unsere letzte Mission? Wie du mit diesem Jong fertig geworden bist, das war schon unheimlich. Ich wusste nicht, dass du diesen Manager-Slang drauf hast. Ach, da musst du nur gut genug auftreten. Man muss ihnen nur zeigen, dass sie kriegen, was sie wollen, wenn man kriegt, was man selbst will. Bei dir klingt das ziemlich einfach. Ehrlich gesagt, hätte ich ihn am liebsten umgepustet und wäre abgehauen. Können wir uns kurz unter vier Augen unterhalten? Ich sollte lieber wieder an die Arbeit gehen, Skipper. Gewehre warten sich nicht von allein. Zumindest bis jetzt noch nicht. Wegtreten, Chief. Sir? So, wenn das so ist, mal noch kurz mit Rex sprechen. Ja, bitte. Sie ziehen es also vor, ein Söldner zu sein, anstelle Ihrem Volk zu helfen. Ich bin ein Krieger. Nicht mehr und nicht weniger. Bereitet Ihnen das Schicksal der Kroganer keine Sorgen? Was zum Teufel soll ich denn Ihrer Meinung nach machen, Shepard? Ich bin es leid, meinen Arsch in die Ziellinie zu halten und keinen Dank dafür zu bekommen. Die meisten Helden sind aber unbesungen. Also haben Sie Ihr Volk einfach aufgegeben? Ich habe aufgegeben, für aussichtslose Ideen zu kämpfen. Ich bin nicht wie Sie, Shepard. Ich bin kein Held. Kurz gesagt, das Töten für Credits vereinfacht das Leben. Aber einfach ist nicht immer der beste Weg. Haben Sie schon einmal daran gedacht, Ihrem Volk zu helfen? Ich verdränge diesen Gedanken. Aber es gibt eine Menge kroganischer Söldner da draußen. Ich treffe andauernd auf sie. Oft genug werde ich dafür bezahlt, sie zu töten. Aber das ist nur Teil des Jobs. Man kann sich seine Feinde nicht aussuchen. Wie lange sind Sie schon ein Söldner? Lang genug. Gleich nachdem ich mein Heimatsystem verlassen habe, bekam ich meinen ersten Auftrag. Ein guter Job, wenn man ihn überlebt. Und es macht dir Spaß, denke ich. Ich habe das Gefühl, dass Ihnen Ihr Job gefällt. Sicher. Man wird dafür bezahlt, durch die ganze Galaxie zu reisen und an den meisten Tagen gibt es einen guten Kampf. Ich habe auch schon in organisierten Kampfeinheiten gedient, Privatarmeen und ähnliche Sachen. Aber das ist viel zu kompliziert. Ich kämpfe am besten allein oder in sehr kleinen Gruppen. Ich kann es nicht leiden, wenn Leute auf mich angewiesen sind. Und ich kann es schon gar nicht leiden, auf andere Leute angewiesen zu sein. Bis dann, Rex. Shepard. So, damit beende ich den Part dann auch an der Stelle und wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Mass Effect.